Heute bekommst du eine Übung mit GeoGebra. Ich würde dir ganz, ganz dringend empfehlen, diese Übung auf jeden Fall selbst zu machen, weil du ein super Gefühl dafür bekommst, wie Parameter eine Funktion verändern. Und das Schöne daran ist, man kann das wirklich bei jeder Funktion anwenden. Okay, ich sag mal, wie es geht. Du nimmst hier diesen Schieberegler oder das Werkzeug für den Schieberegler und erzeugst mal drei Schieberegler A, B und C. Für den Schieberegler A nimm als Minimalwert vorläufig nur 1. Du kannst dann später das auf negative Zahlen erweitern, aber jetzt bleib mal bei 1, auf OK gehen, dann ein bisschen drunter einen Schieberegler B, den würde ich jetzt mal bei 0,1 beginnen lassen, 0,1 im GeoGebra. Und den Schieberegler C kannst du so nehmen, wie er ist. Jetzt wieder das normale Pfeilwerkzeug wählen, sonst erzeugst du bei jedem Klick wieder einen neuen Schieberegler. Gut, du hast hier einige Regler, die kannst du nach Belieben verändern. Ich würde A und B auf 1 lassen und C mal auf 0 setzen. So, und jetzt gibst du mal in die Eingabezeile, bei dir ist sie wahrscheinlich hier unten, in die Eingabezeile irgendeine beliebige Funktion ein. Am besten einmal eine Funktion vom Grad 3, Polynomfunktion vom Grad 3, f von x ist gleich, muss man nicht unbedingt hinschreiben, das ergänzt GeoGebra selbst. Also wir nehmen f von x ist gleich zum Beispiel 0,4x hoch 3 minus x plus 1 oder so ähnlich. Ja, das passt schon so. Du musst nicht dieselbe Funktion eingeben. Funktion dritten Grades ist ganz gut, weil da sieht man das, was ich jetzt zeigen will, besonders schön. So, das ist sozusagen unsere Referenzfunktion und die soll jetzt durch a, b und c verändert werden. Und damit man das gut vergleichen kann, magst du eine zweite Funktion, die aus der ersten abgeleitet ist. Das kann man zumindest am Laptop sehr schön mit Copy und Paste machen. Ich nehme die Funktionsgleichung, kopiere sie hier mal und setze sie oben wieder ein. Und die soll jetzt so verändert werden. Die ganze Funktionsgleichung, das ist ja eigentlich das y, setzt du in Klammer. Ja, also wir haben gerade unser y in Klammer gesetzt und multiplizierst es mit a. Also a mal mal ist, in GeoGebra kann man auch als Leerzeichen eingeben. Ist ein bisschen schneller einzutippen meist als das Sternchen. Also a mal den Output der Funktion. Und die zweite Änderung, die du machst, du ersetzt jedes, wirklich jedes x durch einen Klammerausdruck, also das x weg, stattdessen eine Klammer hin und in der Klammer steht b mal x plus c. Also b mal x plus c. Und das bitte wirklich bei jedem x machen, also auch das zweite x weggeben, eine Klammer hin und in die Klammer kommt b mal x plus c. Was ist da jetzt passiert? Das y ist mit a multipliziert worden, also der y-Wert, das ist ja die ganze Funktion. Und jedes x ist mit b multipliziert worden und dann ist danach noch ein c dazugezählt worden. Okay, so, bestätigen. Du kriegst jetzt eine zweite Funktion, die genauso aussieht wie die erste. Ist auch logisch, weil wir haben das y mal 1 gerechnet, dadurch hat sich nichts verändert. Wir haben das x mal 1 gerechnet, verändert auch nichts. Und wir haben 0 addiert, verändert auch nichts. Und jetzt könntest du diese drei Schieberegler bewegen und ansehen, was sich da jetzt verändert. Und das solltest du unbedingt auch irgendwo in dein Theorieheft schreiben. Ja, das kann man allgemein bei jeder Funktion machen. Also, wenn man das y mit einer Zahl multipliziert, dann bla bla bla. Wenn man das x mit einer Zahl multipliziert, dann. Und wenn man zu jedem x eine Zahl addiert, dann. Und versuch's möglichst in eigenen Worten aufzuschreiben. Es ist gar nicht wichtig, dass das Ganze jetzt mathematisch einwandfrei ist. Es ist wichtig, dass du dir was darunter vorstellen kannst. Und wenn du das bei einer Funktion gemacht hast, dann bitte unbedingt, wirklich unbedingt,
auch mit einer Sinusfunktion und mit einer Kosinusfunktion ausprobieren. Also, du ersetzt jetzt diese Funktion hier, f von x, ersetzt du schlicht und einfach durch Sinus x. Und die andere Funktion ersetzt du durch a mal Sinus, naja, und statt x schreibst du jetzt wieder b mal x plus c. Dieses a mal Sinus, Klammer bx plus c, ist besonders wichtig, weil das ist ein Teil der Grundkompetenzen, die bei diesen Grundkompetenzen für die Matura vorgeschrieben sind. Und es hat bis jetzt praktisch keine Matura und keine vom BIFI vorgegebene Prüfung gegeben, wo das nicht abgefragt worden ist, nämlich was da passiert. Und einen kleinen Tipp gebe ich dir noch zum Abschluss. Ausprobieren solltest du das selbst. Einen kleinen Tipp zum Abschluss. Du kannst durch einen Klick ins Leere die Grafik so verändern, dass du auf der X-Achse als Einheit, schauen wir mal, Pi angezeigt bekommst. Und du siehst jetzt vielleicht, wieso das bei Sinus und Cosinus sinnvoll ist, wenn man das macht. Ich lasse dich jetzt selber experimentieren, bitte tu das wirklich, du wirst es brauchen können.